Sattelherstellern oder Sattelverkäufern sauer aufstößt. Auch extra, wie man sieht, schulterfrei ausgeschnitten. Tolle Theorie. Das ist für mich der größte Schwachsinn, den es gibt. Es gibt Lymphstau. Weiter ich vorne sitze, umso besser ist es. Da schüttle ich manchmal wirklich mit dem Kopf. Hier die kuriosesten Kommentare stellen und umso schwieriger wird das Geschäft. So, woran kann man merken, ob der Sattel zu lang ist, ob der Schwerpunkt zu weit hinten sitzt oder ob es in Ordnung ist? Ja, es ist bestes Wetter, Sonnenschein. Wir haben nichts anderes zu tun. Scherz. Nein, aber wir haben ja versprochen, dass wir noch ein Satteltutorial machen für die dritte Kanalmitgliedsstufe. Und heute ist es soweit und ich werde versuchen, euch einfach einmal zu zeigen, was ich mache, wenn ein Pferd zum Check hier ist. Ich stelle mir einfach vor, Campino ist ein Pferd, was zum 3-Tage-Check hier ist. Und ich versuche der Besitzerin zu erklären oder zu zeigen, ob ihr Sattel passt oder nicht passt. Und auch da gibt es ganz viele Wenn und Abers. Ich habe 3 verschiedene, stimmt gar nicht. Ich habe 2 verschiedene Sättel hier und trotzdem habe ich 3 im Hintergrund hängen, weil 2 Sättel sind eine komplett identische Marke und sogar auch das gleiche Modell und trotzdem sind sie ganz unterschiedlich. Viele fragen sich, warum sagt denn Ariane nicht, was für ein Sattelmodell sie hat? Wir wollen das auch haben. I'll wait to see. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team.